Struktur im Alltag ist wichtig, wisst ihr? Ich stehe jeden Morgen um 6.50 Uhr auf, füttere meinen Hamster Willi, putze mir die Zähne, ziehe mich an und mache dann mein Pausenbrot. Frühstück ist nämlich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das sagt mein Papa immer. Der ist nämlich Business Administration Manager und man muss für diesen Job viele Schlüsselqualifikationen erfüllen. Ach, das war meine Mutter Celine. Sie ist immer gestresst, aber wir kommen klar. Schule ist ganz okay, aber die anderen sind mir irgendwie zu kindisch. Mama sagt immer, ich bin zu reif für die. Willi? Weißt du, warum Raphael sich Brot mit Gemüse spielt? Weil er sowieso dann wegschmeißt? Voll die Verschwendung. Oder was meinst du, Willi? Mama? Kann ich dich was fragen? Fischstäbchen liebst du doch. Ja, aber... Aber Willi, geht's nicht so gut. Ja, und was soll ich da jetzt machen? Können wir zu Essen abfahren? Thilo, frag den Papa am Wochenende, ja? Und jetzt ist. Na gut, dann fangen wir mal oben an. Treppensteigen geht aber, oder? Möchtest du nichts essen? Nee, ich hatte schon. Cool.